sehr gut. Ja. Wisst ihr noch, was ich euch vorher gesagt habe mit meinem Crit-Glück? Ihr habt jetzt den Beweis. Jetzt kann ich mit ihr ihn ausschalten. Toll. Das ist gut gelaufen jetzt. Das gefällt mir. So. Oh. Da muss man aufpassen. Das kann schnell mal schief gehen. In einer Welt wie dieser. Ja. Migal. Weiß nicht, ob sich der großartig bewegt. Jetzt werden wir mit ihm mal ins Arsenal gucken. Ja, ich werde mir ein Eisenschwert kaufen. Eine Eisenlanze. Eisenschwert für Lin. Eisenlanze für Florina. Hier. Es hat einfach Mörderwerte. Das ist Manikati. So, jetzt werde ich meine Truppen in Angriffsposition bringen. So. So, der. Gebe ich ihr mal das neue Eisenschwert und sie kann sich ja eh selber holen. Doch hierhin, so. Eisenlanze. Jetzt gucken wir mal. Was? Das ist ja lol. Das ist begehbar. Ja, das ist auch nicht mehr. Jetzt schauen wir mal, ob dieser Typ hier hermarschiert. Könnte nämlich durchaus möglich sein. Ne, okay. Der steht da, wo er steht. Aber ich werde es ein bisschen intelligenter machen. Es kann sein, dass er sich bewegt, sobald ich ihn angreife. Oder hat er eine Handaxt? Naja, aber er hat eine Stahlaxt. Das ist dann die nächst bessere Waffe. 10x2. Nice. Die Stahlaxt hat ihn etwas geslowt. Gut, das machen wir zuerst einen Bogenangriff. Zieht eure Schwerter! Wir sind nicht gewillt, euren faulen Ausreden Gehör zu schenken. Ja. Muss er auch nicht mehr lang. Und Hepper. Der wird ihn jetzt finishen. Auch wenn er mich trifft mit 37%. Ja. Logisch. Ihr seht doch jeden. Du wirst deine Tat noch bitter bereuen. Meine Brüder, die Garnelon und Bedienten, werden dies nicht angesehen lassen. Und Kapitel beendet. So, das wäre nun erledigt. Lin, okay. Ich überspringe diesen Dialog jetzt, aufgrund dessen, dass ich keinen Bock mehr habe zu lesen. Okay? Schatten der Besatzung. Ende des dritten Kapitels. Nach dem Sieg über die Banditen setzt Lin ihren Weg nach Westen fort. Sie und ihre Kameraden beschließen, die Nacht in einer alten Festung zu verbringen. Die Garnele und Banditen sind in Aufruhr, seit ihre Brüder Lins Schwert kosteten. Voller Zorn jagen sie die Gefährten. Und ihre wütenden Schritte kommen mit jeder Sekunde näher. Ups, Mauszeiger, mein Bild. Kapitel 4, Schatten der Besatzung. Ich werde jetzt diese Dialoge nicht mehr vorlesen. Mir wird es zu zart. weil einfach viel zu viel gequatscht wird. Ich werde euch die wichtigen Dinge vorlesen, wichtige Konversationen. Ah, gut. Ich werde euch jetzt mal hier eine Geschichte erklären. So. Wir sind jetzt hier und müssen Natalie beschützen. Ja.
hier, Dorcas, den will ich unbedingt rekrutieren. Den muss ich nur mit Lynn ansprechen. Das heißt, ich muss ihn da zuerst mal herlocken. Oh, ich habe eh wieder mal eine Tutoriumsaufgabe. Also, ist das eh schon wieder scheißegal. Hier ziehe ich mir ein bisschen zurück. So, wenn wir das einfach machen, das wird schon so hinhauen. Ja, da greife ich jetzt an. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man Einheiten rekrutiert. Also, man kann jetzt nicht jeden rekrutieren, ne? Da gibt es spezielle Typen, Units, Leute. Meistens sind es welche, die mitten auf dem Feld rumlaufen. Und, ja, bla bla bla. So. Die mitten auf dem Feld rumlaufen und hier so ein Bild haben, wie Dorcas eben, nicht? So, reden. Und jetzt hört ihr schon die Rekrutierungsmusik. Ihr, sagt mir, seid ihr Dorcas? Woher kennt ihr meinen Namen? Natalie hat ihn mir verraten. Was habt ihr mit diesen Schurken zu schaffen? Ich brauche Geld. Das mag schon sein, aber ein Bündnis mit Banditen? Es ist die einzige Möglichkeit, in dieser Gegend an Geld zu kommen. Ich würde alles tun, selbst dies. Für Geld? Alles? Ihr würdet selbst eure Frau verletzen? Natalie ist hier, wir beschützen sie in dieser Festung. Was? Natalie ist? Sie ist hier? Sie war in solcher Sorge um euch, dass sie loszog, euch zu suchen. Denkt nach, Dorcas. Würden eure Taten eurer Frau zur Ehre reichen? Ihr habt recht. Nun? Ich verstehe. Ich kann das nicht tun. Mit diesem Banditen bin ich fertig. Hier und jetzt. Tatsächlich? Ja. Und für eure Großherzigkeit gegenüber, Natalie, stehe ich in eurer Schuld. Erlaubt mir, für euch zu kämpfen. So. Ja, das ist jetzt mein Spätzle. Ja, Erklärung der Wurfwaffe, wie hier Wurfbeil. Hui, und Crit. Nice. Fängt gut an, den trainiere ich auch. Und haben nur sofort eine Eisenaxt getroppt. Ja, eben nachdem alle meine Einheiten sich bewegt haben, beginnt der Gegnerzug. Ist eigentlich eh klar, haben wir eh schon abgesprochen, ne? Such nur kurz für Wurfbeile. Oder generell geworfene Sachen. Ein Garigara. Dann kann ich meinen Fallbogen-Heini hier hinstellen. Ich werde noch ein bisschen die Lautstärke regulieren. So. Ich beende jetzt vor allem meinen Zug. Und ich greife Dorcas an. Ganz klar. Ja, Axt. Müsste nicht treffen. War klar. Worauf wartet ihr denn noch? Sie ist nur ein Kind, ein Mädchen. Ich brauche mehr Männer um sofort. Und das sind jetzt Reinforcements. Units, die über die Kämpfe irgendwann mal einfach so nachlaufen, weil sie gerade Bock haben. Gibt's auch. So, jetzt können wir den mit dem Bogen finishen. Sag mal, je mehr Gegner ich hier aus der Mitte mal wegbekomme, desto besser ist es ja eigentlich. Also ich könnte hier mit ihm vielleicht einen schaffen. Ne. Machen wir es anders. Der macht jetzt mal den. Der trifft. Lächerlichst. Ja, der wird mich doch nicht treffen. Ja. Ja. Nette Dorcas getroffen, wäre jetzt tot.